Liebe Besucher unserer Homepage, Sie sehen, wie die Kirche von Mariathal wieder wunderschön geschmückt ist. Es ist die weihnachtliche Wallfahrt, die wir jetzt am 13. Jänner gehabt haben. Und es freut uns sehr, dass der Roland Frühauf, unser Nachbarpfarrer aus Brixleck, die Monatswallfahrt heute gehalten hat. Roland, danke schön. Du bist ja ein Priester von unserem Dekanat, gebürtiger Wiltschnauer. Und du darfst uns natürlich interessieren, du bist noch relativ junger Priester. Warum bist du Priester geworden? Ja, gute Frage. Ich bin aus einer ganz normalen Familie stammend. Wir haben euren Beruf gelernt. Ich bin der Jüngste, der Nachziegler, bin Elektriker geworden. Und warum bin ich Priester geworden? Ganz einfach, weil mich Gott nicht in Ruhe lassen hat. Das war so die kürzeste Antwort. Das war schon als Kind eigentlich allweil so ein Wunsch von mir. Ich habe nicht recht gewusst, woher das kommt. Dann mit 12, 13, so nach der Firmung, ist das noch einmal ganz stark geworden. Und das ist aber, da haben wir es dann geheißen, du lernst was Gescheites. Nicht? Und dann habe ich meinen Beruf erlernt, bin auch gern Elektriker gewesen. Bin aber dann so mit Mitte 20 irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich brauche eine neue Herausforderung. Entweder ich mache die Masterprüfung oder das, was ich eigentlich immer schon wollte. Und für das habe ich mich dann entschieden. Und da haben sie alle gesagt, also in der Schule war ich eine Flasche, allweil, habe auch nichts gelernt, also nicht viel, ich bin faul gewesen. Und da war es auch so, da haben sie gesagt, wenn du das erste Jahr diese Studienberechtigungsprüfung machst und schaffst, dann packst du das Studium auch. Auf das habe ich mich verlassen und vertraut und ist dann das Studium zum Schaffen gewesen. Ja. Und du, wenn du jetzt zurückschaust, du bist jetzt 4, 5 Jahre Priester. Was sind so bis jetzt die schönsten Momente deines Priesterlebens gewesen, wo du dann auch sagen kannst, es ist genau das, was du machen möchtest? Ich habe wahnsinnig gern mit Kindern gearbeitet, auch in der Schule. Ich habe gern unterrichtet, aber dazu muss man noch kein Priester sein. Das kommt aus Religionslehre ab, aber trotzdem eine wunderschöne Erfahrung für mich. Und ganz das Tolle und Schöne ist eigentlich, was mich vorher aber irrsinnig schreckt, die Krankenbesuche. Das ist etwas, da bin ich 2 Tage vorher, denke ich mir schon, wow, morgen musst. Aber wenn du dann für die Krankenbesuche heimkommst, bist eigentlich du der Beschenkte und der Bestärkte. Und das ist das, wo ich sage, ist das Schönste an der Aufgabe. Wenn jetzt da irgendjemand zuschaut, der ebenfalls vielleicht so für sich überlegt, dass er Priester werden sollte, was möchtest du dem auf dem Weg mitgeben? Probieren geht über studieren. Also auf jeden Fall einmal hinterfragen, woher kommt der Ruf. Da gibt es ja verschiedene, also den Ruf spürt man selber. Und ganz was Interessantes ist, wenn man von Leuten angeredet werden oder wird, hast du dir nicht einmal überlegt, den Weg zu gehen. Dann ist schon ein recht starkes Zeichen. Und natürlich, das ist auch etwas, wo ich sage, ich habe mir auch gedacht, ich möchte ein normales Leben führen. Und da habe ich immer wieder gemerkt, je mehr ich mich entschieden habe fürs normale, unter Anführungszeichen, Leben, desto stärker bin ich aber wieder zurückgeholt worden in den Wunsch, ist richtig bedrängt worden, Priester werden müssen. Ich weiß halt nicht, was passiert war, wenn ich das nicht tun hätte. Also, war momentan unvorstellbar. Ich habe es einfach da müssen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du deinem Ruf gefolgt bist, dass wir heute diese wunderbare Wallfahrt mit dir feiern haben können. Danke jetzt tausendmal für deinen Dienst. Danke jetzt tausendmal, dass du da in Brixleck dein Zeugnis lebst und Jesus bringst. Und wir dürfen jetzt auch schon einen Blick werfen auf die nächste Monatswallfahrt, weil da haben wir dann auch jemanden, der auch aus Tirol kommt, der Christian Hauser, zurzeit Kooperator in Wögenlunden, der auch eine ähnliche Berufungsgeschichte hat als der Roland. Und wir freuen uns auf diese nächste Wallfahrt und möchten sehr herzlich einladen, weil das ist kein Scherz, der Faschingsdienstag, umso wichtiger ist, dass ganz, ganz viel zu uns zur Wallfahrt kommen. Herzliche Einladung, 13. Februar nach Kramsach-Mariathal.